Hallo Leute, willkommen zu einem neuen, aufregenden, fantastischen Part bei Lufia 2. Rise of the Sinisters. Ja, im letzten Part, ja, haben wir das erledigt. Wir haben den alten Mann gerettet vor der Bestie. Wir haben erfahren, dass es weitergeht in Aquataria oder so ähnlich, ne? Ja. Und das ist in im Nordosten irgendwo bei der Halbmondinsel, Final Fantasy IV-Style, Kapselmonster-Style. Ja, wir werden uns irgendwie hoffentlich zurechtfinden. Und, ja, apropos Kapselmonster. Wir haben ja Radi mit dabei, den Centaur. Den haben wir im letzten Part am Ende noch gefüttert. Und, ja, da schauen wir mal, was der mal so auf dem Kerbholz hat dann. Gut, dann haben wir hier raus. Und dann bin ich gespannt, ob ich jetzt die Insel gleich finde. Nordosten. Ja, die Fights nehmen wir natürlich mit. Warum nicht? Bisschen Kohle kann nicht schaden, obwohl wir eh 600.000 haben, glaube ich. Oder wie viel haben wir? Genug haben wir auf alle Fälle. Na, ordentlich haben wir. Ah, 800.000 fast, okay. Ach, da ist der Halbmondinsel schon. Was so einfach ist das von Charter aus? Na. Wow. Ist ja überhaupt das Billigste gewesen, okay. Fighten brauche ich da oben eh nicht mehr. Gut, da geht's ja unter Wasser. Ja, schon, da kann man nur was farmen, was du noch brauchst. Okay, dann machen wir drei Fights. Drei Probe-Fights machen wir. So, los geht's. Kommt Leute. Von heute. So. Ich glaube, Choco war das, der mit dem Echsenschwert. Oder mit dem Drachentöter? Keine Ahnung. Gut gegen Drachen und Echsen auf alle Fälle. Das war der Echsen-Ex vom schweren Rätsel. Ja, stimmt. Echsen-Ex. Die Ex von der Echse. Das ist der Choco. Schlachtruf. Oh, nice. Okay. Haben wir schon mal die Attacke gesehen? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Oder nicht? Keine Ahnung. Aber viel zu viele Kämpfe möchte ich da oben jetzt auch nicht machen. Ich will ja mit der Story weitermachen. Goldgolem. Ja, vor allem, weil es halt auch sehr viele Erfahrungspunkte gibt und dann du auch schnell hochlevelst. Ja, eben. Und ich bin ja jetzt schon auf einem guten Level eigentlich, ne? Ich glaube, jetzt wirst du mal die wahre Stärke dieser Monster kennenlernen. Glaube ich nicht. Nee. Der will nicht. Ist halt nur Doppelangriff, ne? Und? Er tut zwar ein bisschen weh, aber ja. Kann ich noch verkraften alles. Oder hat er noch specialmäßig was drauf? Ja. Aber er macht das irgendwie nie, gell? Die ganze Zeit nicht. Da, ja, er kloppt lieber mit den Fäusten. Warum nicht? Ja. Passt schon. Das ist so gescriptet. Choco nimmt keinen Special Gold Damage, Golem Damage. Ja, so. Special Gold Golem Damage, so. Denn der ist auch wirklich heftig. Der macht gut Schaden. Ja, ich mache auch gut Schaden, so. Passt. Lassen wir mal so gelten. Choco, unsere Healerfrau. Dankeschön. Wir gehen. Oder einen Fight machen wir. Da wollte ich jetzt nicht dran. Einen Fight machen wir noch, komm. Ein anderer Gegner, den brauche ich noch. Nein. Wer droppt denn dieses spezielle Item? Die in den Nachtsprachen. Die wer? Den Nachtdrachen. Welche sind das? Die, was ich schon gehabt habe? Ja, diese schwarzen Drachen. Ah, die Drachen. Oh! Ein Paraklotz. Den kennen wir noch gar nicht. Ja. Oh, bitte lieber. Lieber Klotzgott. Para. Ja, ich hoffe, die sind trotzdem down. Machen mal trotzdem. Nein! Ja, er bleibt! Der bleibt! Ich krieg die Krise! Töte den! Schnell! Mach den fertig! Ich bin paralysiert werden von der hohen Anzahl von Erfahrungspunkten! Paraklotz! Was wirst du sein? Okay, Goldmünze ist auch nicht schlecht. Nice. Goldmünzen 1, ja. Das ist mal wurscht. Das ist mal wurscht. So, Radi wieder aufgestuft. Noch einmal aufgestuft. Nice. Alter Falter. Also gibt's hier die besten Würfel auch noch? Ja. Oh,
geil. Ich glaube, die kann man, hätte man auch bei Shutter farmen können, diese besten Würfel. Aha, die sind schneller sogar? Okay. Das ist ein bisschen unfair. Das mag ich nicht, dass ihr schneller seid. Na, die sind auch ziemlich gefährlich. Kann auch ziemlich gefährlich sein, diese Teile. Diese Teile. So, ich hätte gern diesen schwarzen Drachen jetzt nochmal. Nein, die will ich auch nicht. Die sind mir zu brutal. Die hauen mir immer auf den Kopf. Gefällt mir nicht. Ja, die können auch noch brutaler werden. Ja, ja, das behauptest du. Bis jetzt habe ich nichts gesehen, Joe. Mit einem magischen Flächenangriff. Mhm, ja, ja. Erdbeben oder so. Nein. Hagel. Oh Gott, zwei Paar. Oh, ein Mozziklotzi und ein Azuklotz. Da haben wir ja helle Auswahl. Ich hoffe, die zwei Linken bleiben ein bisschen. Das wäre nett, wenn die bleiben würden. Nein. 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 Ihr seid böse. Ihr mögt mich nicht. Ihr mögt mich nicht. So, drei Fights machen wir jetzt, Leute. Und dann wird der Part rennt. Der Part rennt. Ich habe keine Zeit mehr. Wir wollen ja auch was erleben. Wir rechnen jetzt einfach. Wir rechnen jetzt einfach auf zur Suchzeit der Halbmondinsel dazu, die ich eigentlich ziemlich schnell gefunden habe. Aber ist ja wurscht. Ich suche sie immer noch, die Insel. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Insel? Ich finde sie einfach nicht. Ich finde sie einfach nicht. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf Inselsuche. Wir gehen einfach tauchen. Und das war's. So. Genau direkt in die Höhle getaucht. So schön kann's gehen. So, und jetzt öffnet sich der Weg auch. Da waren wir ja schon. Ach, Quatsch. Aha, okay. Ich darf auch nicht. Links, rechts. Aquataria. Hübsch. Hübsch. Gefällt mir. Seid ihr Menschen? Wie seid ihr hierher gekommen? Zu Fuß. Wie kann ich euch dienen? Beug dich. Okay, nein. Lieber nicht. So. Ja, bück dich. Ha? Ihr seid ein Mensch und wollt ihr bei mir etwas kaufen? Kraftsirup. Okay. Ja, nein. Ein Aeronschwert. Das Aeronit trifft alle Gegner. Besonders wirksam gegen Feuer, finde ich. Zirkonflegel. Okay. Ja, wir nehmen halt einmal mit, ist ja wurscht. Das Echsenschwert werde ich natürlich aufheben, aber ich werde es jetzt einmal ersetzen, weil das ist doch ein enormer Angriff. Könnte es ja Athea geben oder Seelan. Das Echsenschwert. Ah, das geht auch? Okay. Ja, müsste gehen. Ah ja, wirklich? Oh, da sie ändert sie. Okay, muss ich aber nehmen. Ist ja wurscht. Nehmen wir das. Erhöht sich heute halt Magie ab ein bisschen. Ihr seid ja Menschen. Ihr seid ja immer noch Menschen. Glitzerkleid. Superpanzer. Okay, Geistermütze. Ritterschild. Oh. Lichtwand. Verringert halt die Kraft der Lichtattacke. Oh, das könnte nützlich werden. Nehmen wir und du kriegst den Superpanzer. Obwohl 10 Punkte. Nein, dann lasse ich lieber die Magie ab. Ja. So, okay. Wie viel Platz haben wir noch? Ich muss einmal Lucky Lucky machen. Mach noch ein bisschen Platz. Ja, das sollte für den nächsten Dungeon. Obwohl, wir können ja mal teilweise. Was habe ich denn hier? Zaubertrank brauche ich. Die Tränke gebe ich, wie gesagt, noch auf. Gardeslinge als Erinnerung. Die Reitpeitsche, ne? Obwohl das viele Erinnerungen an Schlafzimmer gibt, wir verkaufen sie, ne? Aber wie so als Erinnerung kann man doch trotzdem gut benutzen. Die Gardeslinge hat immerhin eine sehr, sehr starke Zornattacke. Ja, Eisbombe, ne? Gibt's aber. Ich meine, die Gardeslinge. Ja, ja, die hebe ich eh auf. Ja, ja, auch Gartenschlag, ich weiß, aber die hebe ich auf. Ah, die Reitpeitsche verkaufe ich mal. Bye bye. Wenn nicht, kann ich sie nachkaufen wieder, ne? Gibt's ja die Möglichkeit, oder? Ja. Die riesen Megaschwert. Weg damit. Das Geisterkleid. Weg damit. Platinschild. Weg damit. Ehrenhut, Pfeif drauf. Kristallhelm, nein, braucht man nicht. Den Feuerring.
Das hängen wir noch auf, die Ringe. Zornhelm brauchen wir auch nicht so. Das war's jetzt. Dankeschön. So. Ich will erkunden. Hier gibt's auch sicher Magie. Ich habe noch nicht so von Menschen gesehen. Ihr seht lustig aus. Ihr habt zwei Beine. Ja, das nennt man so bei uns, ja. Ach, das ihn. Ach, für euch Menschen könnte es unbequem sein. Ach, haben die Wasserbetten oder was? Schaut zumindest so aus. Ach, ich hoffe, ihr habt schimmelresistente Wände, ja. Ich hoffe es für euch. Ja, die Welt geht unter, wenn wir hier sind. Ich weiß, jetzt hat Bomben alles. Ihr Menschen verzehrt auch Fisch, oder? Wie barbarisch. Vor allem haben wir gerade Hunger. Ja, so könnte man sich was machen, ne? Ja, lecker gebratene Meerjungfrau. Okay, die vermissen eine Nixe. Wir müssen wahrscheinlich jetzt eine Nixe suchen gehen. Oh, die Königin. Na dann, die darfst du lesen, die Königin. Wir können Prinzessin Piara nicht finden. Sie schwimmt so gerne im offenen Meer. Tja, Pech gehabt. Jedes Schiff hat sie schon mitgenommen. So. Ich bin Mara, die Königin von Aquataria. Wie konntet ihr das Tor unter Wasserhöhle öffnen? Der älteste in Chada vertraut uns diesen Schlüssel an. Der älteste von Chada? Wie geht es ihm? Sicher der Vater von der Prinzessin. Nein. Er lebt mit seiner Enkelin zusammen und scheint sehr glücklich zu sein. Das ist schön. Kennst du das Luffy-Schwert? Jetzt weiß ich, warum ich die Energie gefühlt habe, seit du in Aquataria eingetroffen bist. Seid ihr diejenigen, die Höllenfürsten ein Ende bereichen wollen? Einer ist sogar schon erledigt. Kannst du hell sehen? Wer weiß. Wir sprachen gerade von dem Luffy-Schwert, oder? In dem Unterwassertempel gibt es ein glänzendes Schwert. Vielleicht ist es das Luffy-Schwert. Wo finde ich diesen Tempel? Nördlich von hier gibt es drei kleine Inseln, die einen Kreis bilden. Der Eingang zum Tempel befindet sich in der Mitte des Kreises. Keiner weiß, wer diesen Tempel gebaut hat. Ihr wollt dorthin? Ja. Ich verstehe. Königin, die Strömung des Meeres hat sich völlig verändert. Die Strömung? Ja, ohne Vorwarnung. Wie verläuft die Strömung jetzt? Das kann man nicht sagen. Sobald man von der Strömung erfasst wurde, wird man mitgerissen. Ich könnte wetten, die Strömung führt bis an die Höhle. Königin, es ist zwar noch nicht sicher, aber... Was? Prinzessin Piara wird vermisst. Wir nehmen an, sie wurde von der Strömung erfasst. Piara? Wir werden ein Rettungsteam aufstellen und es sofort in die Höhle schicken. Nein! Das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Aber... Außerdem soll der Geisterkahn in der Nähe der Höhle gesehen worden sein. Ein Schiff. Königin, ich verstehe. Wer ist Piara? Piara ist meine Tochter. Die Prinzessin von Aquataria findet dich in Gefahr. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Du willst doch wohl nicht in die Höhle. Nein, das wäre Selbstmord. Wir wissen außerdem noch nicht, ob Piara wirklich in der Höhle ist. Entschuldige mich jetzt. Ach, der geht doch sicher hinschauen. 100 Pro. Das ist eine Mutter. Die Königin geht zur Höhle. Ich bin mir ganz sicher. Eine Frau kann etwas fühlen. Eben. Sie hat aber doch gesagt, sie würde nicht gehen. Ach, sei doch nicht so dumm, Guy. Keine Mutter würde still sitzen bleiben, wenn ihr Kind in Gefahr ist. That's your point. Mich beunruhigt die Strömung. Etwas scheint im Meer vorzugehen. Etwas Böses treibt sein Unwesen. Kann sein. Ja. Jetzt müssen wir nur wissen, wo die Höhle ist. So. Hat er nicht gesagt, im Norden irgendwo? Ja, da ist das Schwert, aber jetzt müssen wir die Höhle vorher wegen der Strömung. Glaube ich.
Ich glaube, das mit dem Schwert. Das ist halt dasselbe. Ist doch dasselbe? Okay. Wir werden es ja sehen. Genau. Aber ich meine, das wäre dasselbe. Okay. Ja, unser Schiff ist ja stabil, ich weiß. Ich weiß, es ist auch stabil. Jetzt reden wir noch mit der rechts hier außen. Ob die noch was sagt? Geht bitte nicht zu nahe an diesen Tempel. Warum? Wir sind doch die Helden dieser Truppe hier. So, na gut, dann schauen wir, ob wir von irgendwas erfasst werden von einer Strömung oder ob wir nach Norden jetzt. Okay, na, ich wollte nur schauen. Gut, dann auf nach Norden. Norden. So, das wird das hier sein. Ja, die drei Inseln. Man sieht's ja schon. Ja. Okay, da komme ich ja gar nicht hin zu den Inseln. Die sind anscheinend dann nur mit dem Flugschiff erreichbar. Komisch. Warte, da will ich mir aber die dritte Insel jetzt auch noch einmal kurz anschauen. Also ein Dorf gibt es und drei so blaue Türme. Die werden sicher noch ausschlaggebend sein. Okay. Unterwasserhöhle. Ups, falscher Weg. Da waren wir auch schon und ich glaube, da kamen wir auch nicht durch. Genau. So. Ah, da ist die Strömung. Okay. Das wird die Strömung sein. Ja, okay. So. Dieser Ort ist sehr gefährlich. Geht bitte wieder zurück in eure eigene Welt. Dazu reicht uns die Zeit nicht mehr. Stimmt. Oh, der Geisterkahn. Oh, gleich ein Bossfight, okay. Oh, erinnert mich an den Geisterzug von Final Fantasy 6, ne? So ein bisschen. Hallo Geisterkahn. Oliver Kahn. Es ist ein Schiff auf dem Wasser, spricht für Feuer und Holz brennt, spricht für Feuer. Wir probieren es einmal. Wie wär's mit Abaddon? Das ist ja Licht. Genau, das zum Beispiel auch. Das wäre das nächste gewesen, weil es Geister sind. Genau. Ich habe ja eh zwei. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Holz gut brennt. Ja, passt. 615 nehmen wir mal. Brrrium, Abaddon-Kugel fliegt und siegt. Wow, ja, macht auch Damage. Nice. Kann man beides verwenden. Freut mich. Bam, quit. Confusio. Wat's mal. Bam. Da holt der Zentaur aus. So, was haben wir denn hier für... Obwohl, ich glaube, hier brauche ich... keine... Oder warte, was war das noch einmal? Dreimal hintereinander geht drauf. Ja, einmal machen wir's. Feuersturm, ja. Machen wir auch gleich einmal. Das war ja effektiv. Du machst das wieder, so. Brennholz, brenn! Machen wir es, du Brennholz. Yeah. Aber dann... Ich könnte das Schiff vielleicht brauchen. Können wir es umfunktionieren als Flugschiff? Das wäre praktisch. Lexis, wo bist du? Feuersturm. Boah, 1000. Nice. Amokhüter. Okay, meine ganzen ZP-Punkte sind jetzt down. Von Guy und Choco, aber macht nichts. Die füllen sich mit der Zeit eh wieder. Ach, natürlich. Und unser Rudi Rüssel wehrt ab. So, wir machen mal nur Phoenix auf dich. Sollte eigentlich mit die zwei hoffentlich ausgehen. Schauen wir mal. Also wenn er jetzt schon Verstärkung ruft, dann ist er schon fast am A. So wie der Kutter ausschaut, also das Schiff, ist er sowieso am A. Und dieses Schwert ist gegen Frostfee empfindlich. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, das Schwert. Als normale Gegner. Aber es sind billige Gegner, die haben wir schon 10.000 Mal besiegt. Oh, der ist schon gefährlicher, glaube ich. Kann mich auch erinnern. Aber es sollte... Ja, außer dass er halt... Sollte... Theoretisch kann, ist er halt nicht besonders stark. Ja, es sollte trotzdem mit zwei Angreifer down sein vielleicht.
Sie haben ja dieselbe Reihe, glaube ich, oder? Haben die dieselbe Reihe? Oder ist das Schiff vorne? Keine Ahnung. Das Schiff ist so groß. Kann man schwer sehen. Ja, das ist so groß. So, down. Down, down. Bye, bye. Okay, oh, der Schädel ändert seine Farbe. Welch prächtige Farbe. Werden immer stärker, die Gegner, oder was? Die Kumino war der stärkere von beiden. Ah doch, oh, entschuldige. Ich dachte, der Blaue ist jetzt stärker. Es passt halt gerade, was denn? Der Gegner klappt nicht, ich hol den Nächsten. Der funktioniert auch nicht, der Nächste, bitte. Also Skelette könnten theoretisch auch noch kommen, ne? Oder Phantome. Da haben wir ja noch einiges offen. Okay, Schiff ruft nichts mehr. Erledigt. Okay, der Fight war aber einfach. So, Level up. Nice. Ja. Das war aber einfach mal. Die Strömung hat sich wieder normalisiert. War das Geisterschiff an deinen Schuld? Wie sie angeschwommen kommt. Königin! Königin, bist du unverletzt? Ja. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr ihn nicht zu suchen habt. Wir sind doch keine Feiglinge. Wir müssen unserer Königin, unserer Prinzessin doch beistehen. Ihr seid solche Dickköpfe. Ich denke euch, ich danke euch trotzdem. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, dass alle Menschen egoistisch seien. Ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Also, entschuldige, das war dein Part eigentlich. Aha, bei den Elfen gibt es da nur keine Egoisten? Wenige. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Böse. Das reicht jetzt. Sie meinen das nicht im Ernst? Sie machen nur Spaß. Wirklich? Ja, das machen die beiden ständig. Was ich liebe, das neckt sich. Sehr interessant. Kein Wunder, dass ihr euch stellt, dass ihr dem Tadar den Schlüssel gegeben habt. Er ist viel wert, oder? So viel wie das Leben von... So, und jetzt kommt's. Badabom, wer stirbt? Okay, oder die Erde. Die Strömung! Ja, da treibt's ein paar hinaus. Eigentlich alle. Okay. Ich glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf, wir müssen sie retten. Nur die Ruhe, das sind Nixen, die werden nicht ertrinken. Lass uns losgehen und nach dem Luffy-Schwert suchen. Oh, jetzt kann ich mal da irgendeine Strömung suchen. Okay. Aber ich glaube, Leute, wir werden kurz einmal retour gehen. Und die MP auffrischen. Weil wenn das dann wirklich ein normaler Dungeon ist, kann ich das schon gebrauchen. Ja, ich brauche mal ein Warp bitte. Nach Chada wieder. Hätte ich mich eigentlich auch zu den Nixen warpen können? Nein, gell? Oder? Ja, hättest du auch machen können, glaube ich. Ach, weiß nicht, das glaube ich zumindest. Ich weiß aber nicht. Es stand aber nicht das letzte Punkt, deswegen. Okay, dann geht's wohl nicht. Weil normalerweise wird das ja immer gestackt, ne? Also, der Punkt. So, da mein Nordosten die Insel und dann im Norden geht's weiter. Badabadaba. Ja, unter Wasser vermeidet man halt Gegner dann. Eben, deswegen mache ich das ja gerade. Spart Zeit, Geld und Nerven. Obwohl, Geld spart's nicht. Nein, Blödsinn. Spart Zeit. Hast du denn Geld? Spart Zeit. Ja, Geld habe ich, das stimmt. Ich bin Geld. Geld bewegend, so. Können wir da irgendeine nehmen? Nein. Okay, die führen alle woanders hin, oder was? Okay. Das dürfte sogar der... Gibt nur einen Weg, also die führen alle zur selben hin. Wirklich? Ja. Die führen alle ins selbe. Eigentlich unlogisch, aber ja, gut. Ich teste es trotzdem mit dem hier. Gut, hör auf deinen Aufnahmepartner, Choco. Wäre eine gute Kannst Idee, mal. Glauben. Bitte?
kannst du mir auch glauben, wenn ich das sage. Ja, es fällt mir manchmal schwer, ne? Aber, aber diesmal hattest du recht. Muss ich mit euch reden? Ja, sonst komme ich da nicht rein. Gut. Seid ihr in Ordnung? So. Die Störung hat uns direkt näher gebracht. Ich bin wirklich froh, dass wir alle wohl auf sind. Oder nicht zu früh. Was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Selan? Hä? Konzentrier dich, Selan, hier ist diese Energie. Die Energie des Bösen. Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Amon? Fragezeichen. Königin, wir müssen jetzt gehen, wir werden den Ausgang suchen. Richtig. Ich kann etwas Gefährliches fühlen. Dann sollten wir uns beeilen, den Ausgang zu finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Autsch. Oh nein. Nur wenige Auserwählte dürfen hereintreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wenn du es wissen möchtest, dann komm. Doch mach dich auf dein Ende gefasst. Tuck, tuck, tuck. Warum? Was ist das angetan? Ich werde dir das nie verzeihen. Nein, geh da nicht hin. Vorsicht. Narkose. Oh, zähl die Schäfchen, komm. Mutter! Es geht ihr gut. Sie schläft nur. Bist du sicher? Ja, sucht nur den Ausgang und macht, dass sie verschwindet. Was ist mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte, nur Auserwählte dürfen. Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenfürsten zu besiegen. Ihr habt die Kraft, um die Höllenfürsten zu besiegen? Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von dem Überwesen erschaffen. Doch dann müssen sie auch das Böse erschaffen haben. Ja, das könnte so stimmen. Warum wurden uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Das werden wir noch früh genug feststellen. Jo Leute, wie es weitergehen wird, sehen wir dann im nächsten Part. Ich habe eigentlich blöderweise vergessen, normal zu speichern, wie im Dorf war. Das werde ich jetzt nachholen und im nächsten Part, wie gesagt, sehen wir uns dann wieder hier. Und dann beginnen wir den Unterwasser-Dungeon mit dem nächsten Höllenfürsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Choco. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Part. Ciao.